Proteine oder Eiweiße sind Bausteine des Lebens. Aus ihnen bestehen die Zellen aller Lebewesen. Daher ist Proteinforschung eine der wichtigsten Grundlagen für Biotechnologie, Biomedizin und Pharmaindustrie. CIPSEM, das Center for Integrated Protein Science in München, beschäftigt sich mit den vielfältigen Forschungen und deren Anwendbarkeiten im Zusammenhang mit Proteinen. Wir wollen verstehen, wie die Proteine arbeiten, wie sie sich in der Zelle verteilen. Und wir wollen natürlich auch neue Methoden erforschen, wie man Proteine nutzbar machen kann in der heutigen Medikamentenforschung. Da nehmen Proteine eine zunehmend große Rolle ein. Die Forschungsbereiche von Thomas Carell sind ebenso weit gespannt wie zukunftsträchtig. Es geht zum Beispiel um die Möglichkeit, DNA-Reparaturprozesse sichtbar zu machen. Daraus könnten neue Medikamente entstehen, die entweder kleine Moleküle oder therapeutische Proteine sein können. Der Anwendungsaspekt, der ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Also wir kennen heute Medikamente, das sind kleine Moleküle, die Chemiker produzieren, Schmerzmittel, Krebsmittel etc. Und jetzt seit einigen Jahren rücken die Proteine mehr und mehr in den Vordergrund. Das nennt man monoklonale Antikörper, die ganz spezifische Strukturen auf Krebszellen erkennen und ausschalten. Da gibt es ganz neue Medikamente, die seit einigen Jahren auf dem Markt sind, die Milliarden Umsatz bringen und die zum ersten Mal zum Beispiel Heilung bei Brustkrebs versprechen. Im CIPSEM wird neben der organischen Chemie auch die Biologie der Proteine erforscht. Professor Kirsten Jung und ihre Gruppe interessieren sich besonders dafür, wie Bakterien als Beispielorganismen Reize aus der Umwelt aufnehmen und verarbeiten. Es ist uns im Rahmen von CIPSEM in Kollaboration mit der Arbeitsgruppe von Professor Sker von der Technischen Universität München bereits gelungen, die Struktur der periplasmatischen Domäne eines solchen sensorischen Proteins aufzuklären. Die Struktur ist aber noch nicht alles. Die Dynamik eines solchen Proteins interessiert uns und deswegen wenden wir die Methode der gerichteten Spinmarkierung an, wo wir dann umweltreizabhängige konformationelle Änderungen des Proteins durch Veränderungen im ESR-Spektrum nachweisen können. Eine andere Forschungsgruppe im CIPSEM ist das Team von Karl-Peter Hopfner. Sie untersuchen Prozesse, die in Zellen für die Reparatur und die Überwachung der DNA sorgen. Wir versuchen zu verstehen, wie Zellen und der Körper mit fremden oder geschädigten Erbmaterialien umgeht. Das heißt, wie erkennt er zum Beispiel virale RNA oder geschädigte DNA? Diese Prozesse sind wichtig, um Krebserkrankungen oder virale Infektionen zu vermeiden und dagegen anzukämpfen. Denn geschädigte DNA und ihr Vorgängerstoff RNA sind die zentralen Stoffe für Alterungsprozesse bei degenerativen Krankheiten wie Alzheimer und auch bei Krebs. Hier ist aber noch eine kleine Abbauwanne, oder? Sieht ganz gut aus, ne? Ich denke auch. Was meinst du? Ja, ich denke noch eine Säule und dann. An ähnlichen Problemen arbeitet auch Stefan Sieber. Er ist Nachwuchsgruppenleiter am CIPSEM und versucht, die Proteine in Bakterien anzugreifen, um krankmachende Bakterien zu bekämpfen. Es ist so, dass viele Antibiotika nicht mehr gegen pathogene Bakterien wirken. Und es ist ein großes Ziel, neue Medikamente dagegen zu finden. Nur als Beispiel, es sterben mittlerweile mehr Menschen an resistenten Bakterien in den USA als an HIV-Infektionen. Das zeigt, welche dramatische Entwicklung das in den letzten Jahren genommen hat. Und es ist ein wichtiges Ziel, wie gesagt, was wir uns auch gesetzt haben, neue Angriffsziele in Bakterien und neue Medikamente hier zu identifizieren. Sieber und seine Mitarbeiter arbeiten daran, die Virulenzfähigkeit, das heißt die Fähigkeit zur Ansteckung, zu eliminieren. Wenn das gelingt, kann die körpereigene Immunabwehr die Bakterien abtöten und der Patient dadurch gesund werden. CIPSEM hat in der Zukunft noch viele weitere wichtige Aufgaben und darauf bereitet sich CIPSEM auch intensiv vor. Zum Beispiel mit einem Kindergarten, der hier in Sichtweite der Labore einziehen wird. Denn man will auf die Schaffenskraft von Jungeltern nicht verzichten. Vor allem Frauen, die in den Wissenschaften unterrepräsentiert sind, werden so gefördert. Die Frauenförderung von CIPSEM unterstützt junge Wissenschaftlerinnen in vielfältiger Weise, gerade bei dem Bemühen, Karriere und Familie zu verbinden. Und nach wissenschaftlicher Begutachtung natürlich werden verschiedene Hilfen gewährt. Zum einen im Laborbereich durch eine technische Assistentin, im privaten Bereich durch die Finanzierung einer Haushaltshilfe, die eben auf diesem Sektor entlastet, und auch durch die finanzielle Unterstützung und die Organisation von Kinderbetreuung.
CIPSM, Center for Integrated Protein Science in München, eine exzellente Forschungseinrichtung mit vielen Möglichkeiten, die Zukunft mitzugestalten.